Das ist Harald K. Der 41-jährige Verfassungsschutzbeamte leidet unter einer schweren Behinderung. Er ist auf dem rechten Auge blind. Hilfe! Hilfe! Kein Problem, da helfe ich doch gern. Alles, was sich am rechten Rand abspielt, kann Harald K. einfach nicht sehen. Hilfe! Hilfe! Damit muss er leben. Alles, was sich am rechten Rand abspielt, kann ich einfach nicht sehen. Damit muss ich leben. Rückblende. Schon als Kind deutet sich an, dass Harald K. mit dem rechten Blickfeld so seine Schwierigkeiten hat. Harald! Ja? Fang! Oh. Doch erst Jahre später bringt ein Sehtest Gewissheit. Anarchisten, Linksterroristen, Kommunisten. Links, da sieht er wie ein Adler. Aber auf dem rechten Auge. Ein Auto? Da ist er blind wie ein Maulwurf. Jetzt hab ich's. Ein Bus. Das ist ein Bus. Die Diagnose? Eine chronische Rechtsblindheit. Harald K. ist fassungslos. Er hat Angst, für immer arbeitslos zu bleiben. Ich hatte Angst, für immer arbeitslos zu bleiben. Doch dann die Wende. Auf dem Weg zum Arbeitsamt entdeckt Harald K. ein Stellenangebot vom Verfassungsschutz. Terrorfahnder gesucht. Und das Beste? Bei gleicher Eignung werden Bewerber, die auf dem rechten Auge blind sind, bevorzugt. Und tatsächlich, der Verfassungsschutz stellt Harald K. sofort ein. Er kann sein Glück kaum fassen. Es ist der Beginn einer erfolgreichen Karriere als Terrorfahnder beim Verfassungsschutz. Und so sorgen Harald K. und seine Kollegen jeden Tag dafür, dass sich die Bürger in Deutschland sicher fühlen können.